Hallöchen, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft auf der PlayStation 4, Minecraft Chaos. Ich vergesse es jedes Mal, Alter. Ich bin eigentlich gerade dabei, ein bisschen hier rumzubuddeln und dachte mir, ach komm, verschwendest du die Zeit nicht, machst doch mal nebenbei eine Aufnahme. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich hier ein bisschen Terraforming betreibe, denn ich habe ja, ich zeige euch mal ganz kurz meine Kiste, ich habe hier schon mal ein bisschen was reingemacht, weil ich will ja hier hinten meine Windmühle hinbauen, damit wir unser Korn auch hier verarbeiten können und so weiter und so fort. Deswegen buddel ich gerade eigentlich hier hinten alles weg. Ja. Und will hier ein bisschen umstrukturieren. Schauen wir kurz hier unten noch eine rein. Dazu brauche ich eine ebene Fläche. Ich höre schon, dass unter meinem Garten, also jetzt hier unter meinem Feld, irgendwo eine Höhle sein muss. Denn da blubbern irgendwelche Zombies unten rum. Das gibt auch tierisch auf den Keks. Ich muss dann auch bald mal da unten drunter mal gucken, was da unten ist. Das nervt mich ein kleines bisschen. Dazu muss ich auch sowieso noch die mit der Höhe hier die Straße noch angleichen und so weiter und so fort. Kommt noch einiges dazu. Ich habe jetzt gerade sehr viel Arbeit hier vor mir. Oh, warum baue ich das ab? Das Wasserloch muss ich zumachen. Und ich weiß gar nicht, wie weit das hier geht. Muss ich mal gucken, ja. Naja, allzu viel ist es doch nicht. Es ist zwar ein ganz schönes Stück, was ich hier noch wegmachen muss. Aber ich kann ja vorne, glaube ich, schon mal ein bisschen befüllen. Gucken wir gleich mal. Also ich will ja ungefähr die Ebene, also die Höhe hier behalten. Ich gucke mal, dass ich das hier... Komm, das Wasser kann da drunter bleiben. Das ist mir eigentlich recht wumpe. Na klar, die Windmühle wird auch noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ich bleib mal hier vorne auf der Kante, sonst falle ich hier runter. Und allein schon das Terraforming vorne, ey. Ich habe mir jetzt eigentlich vorgenommen, hier so 1-2 Stunden zu verbringen, um das zu begradigen, aber das wäre dann auch verschwendete Zeit gewesen. In der Zeit hätte ich ja schon ein bisschen mit euch quatschen können. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, dass ich auch mal aufnehme, wenn ich hier einfach mal ein paar Vorbereitungen mache für bestimmte Dinge. Weil ich weiß, manche sagen, oh, das ist langweilig, mach bitte, nimm bitte da auf, wo du schon baust. Ja, das ist aber nicht nur ein Zweck eines Let's Plays, deswegen, ich habe euch schon erspart, aus der Höhle rauszufinden. Alter, ich bin dann irgendwo bei Michel vorne rausgekommen, weil der da die Höhle gebaut hatte und ich wusste ja nicht, wie der die gebaut hatte. Deswegen war das ein bisschen, sagen wir so, umständlich, da wieder rauszufinden. Ich wollte eigentlich meinen eigenen Rückweg gehen. Doch, das wäre mir dann ein bisschen zu weit gewesen. Deswegen... Ich brauche wieder Dreck. Ich brauche Dreck. Ich habe schon lange nichts mehr mit dem Dirge unternommen. War zwar eine Mal kurz hier, aber da der arbeiten ist, also tagsüber, und ich momentan krank bin und tagsüber wach bin und nachts über schlafe, oder auch, naja, fast nur noch schlafe. Und wenn man krank ist, soll man sich ja ausruhen. Und ich musste die Zeit echt mal nutzen, um ein bisschen abzuchillen, abzupennen. Aber ich denke mal, nächste Woche gehe ich ja wieder arbeiten. Und also, für euch müsste das morgen sein. Morgen gehe ich wieder arbeiten. Und da beginnen natürlich die Aufnahmen erst wieder 23 Uhr. Mal gucken, ob denn der Dirch und die restlichen Gedönsleute da auch Zeit haben. Weil ich weiß, 23 Uhr, das ist eine harte Zeit. Und da ist auch gerade nach der Arbeit, da sind die Aufnahmen eigentlich besonders schwer für mich. Weil wenn man so echt total im Arsch ist, sage ich es mal so, so von der Arbeit total kaputt und dann noch Aufnahmen machen muss, das ist zwar ziemlich schwer, aber ich will es ja machen. Es macht ja Spaß. Das ist ja wirklich die Erholung überhaupt. Wenn ich jetzt, ich komme von der Arbeit, bin einfach nur froh, dass ich zu Hause bin, dass ich dann mal ab und zu meine Seele baumeln lassen kann in Minecraft. Das ist ja Sinn und Zweck der Sache, warum ich das eigentlich überhaupt angefangen habe. Einfach mal, um runterzukommen. Ja. Alter, wenn mich die Wand da jetzt schon anglotzt, kriege ich die Kretze. So. Machen wir einfach mal hier einen kleinen Sidecut. Gucken mal, wie weit wir auch müssen. Na, geht ja. Hier vorne nimmt das schon so langsam sein Ende. Dieses Begradigen, das ist auch schlimm. Da würde man am liebsten mal im Kreativmodus einfach alles wegrotzen, ey. Überall noch die Bäume im Weg. Mal gucken hier. Kommt schon wieder auf eine normale Höhe. Die Bäume muss ich auch noch wegmachen. Aber da kriegen wir praktischerweise immer schön Holz drauf.
So. Bibi haben wir in der letzten Folge auch mal wieder getroffen. Die alte Killergurke. So. Weg mit den ganzen Schnodder. Oh, Dreck wegmachen ist aber auch eine Arbeit für Dumme, ey. Das ist der Wahnsinn. Da sitzt echt stundenlang dran, ne? Nur um eine Fläche zu kriegen, dass ich... Muss mal gucken, wie... Wo ich das überhaupt mache. Habe ich hier vorne 5? Mal. 2, 4, 7. Oh, jetzt muss ich noch ein ganzes Ende wegmachen, weil die Windmühle ist gar nicht so klein. Die habe ich mir... Moment. Ich muss mal ganz kurz gucken. Beim Thomas Schlesicki. Okay. Bei dem habe ich mir das abgeguckt. Stand unten in den Kommentaren drin. Ja, dürft ihr ruhig nachbauen. Okay. Hab deinen Namen auch mal erwähnt. Auch wenn er vielleicht falsch war. Aber so, der andere Bildschirm ist immer so weit entfernt. Deswegen kann ich das von der Entfernung aus nicht lesen. Jetzt setzt du eine Brille auf. Nein, ich brauche keine Brille. Ich habe hier bloß zwei strahlende Bildschirme im Dunkeln vor mir. Und da ist immer ein bisschen schwer zu erkennen. So. Die Tierfarm muss ich auch noch ein bisschen erweitern. Ich habe mir... Hunde muss ich mir auch noch besorgen. Habe ich auch noch? Ne, Knochen hab ich irgendwo im Haus versteckt. Ja, wuff. Eigentlich bist du doch ein Wolf. Warum bellst du denn? Seid ihr Wölfe nicht immer am Heulen? So. Ach ja. Und sonst so? Ich meine, es ist ja nicht gerade so spannend hier, was ich gerade mache. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was jetzt noch so alles fehlt. Ich meine, ich habe eine Weberei geplant. Ich habe die Windmühle geplant. 3 oder 4 Fachwerkhäuser werde ich noch bauen. Mal schauen. Hier noch irgendwelche Mittelalter-Ideen. Ich weiß, eine Burg. Eine Burg wird da hinten vom Kalle schon gebaut. Vom Dirsch werden Türme gebaut. Oh, die anderen haben auch schon ein paar Häuser und so weiter und so fort. Habt ihr schon in den anderen Let's Plays gesehen? Muss ich mal ganz kurz husten. Ah. Soll ich jetzt nicht rausschnippen. So. Irgendwas fehlt. Eine Schmiede würde ich noch bauen. Ein Hexenhaus, wo man sein Zeug verzaubern kann. Da hatte, glaube ich, der Boris ja schon was angefangen. Weiß ich jetzt gar nicht. Muss ich mal gucken. Alter, bald habe ich es geschafft hier. Da ist schon mal ein bisschen was weg. Ich weiß, das wird jetzt die ganze blöde Folge durchziehen. Könnt ihr in die nächste Folge schon reingucken. Vielleicht buddel ich da auch weiter. Keine Ahnung. Werden wir sehen, wie weit ich hier komme. Aber ich denke mal, ich bin hier gerade auf einem guten Pfad. Ich mache mal hier noch ein Bäumchen weg. Oh. Bäumchen. Ich muss auch bald wieder neue Pflanzen, ey. Sonst sieht das nachher irgendwie kacke aus, wenn ich überall so eine kahlen Stellen habe. Weil ich will ja auch noch ein bisschen Wald erhalten, damit das nicht ganz so doof aussieht. Weil ihr kennt ja zum Beispiel so Mittelalter-Filme vielleicht. Da ist auch nicht jeder, sind auch nicht alle Bäume weg. Da sind sehr viele Bäume sogar. Weil damals war die Industrie ja nicht so weit, dass hier Bäume wirklich so dermaßen massenverarbeitet werden konnten. Habt ihr irgendwelche Lieblingsfilme, die auch im Mittelalter spielen? Also ich meine, mein Lieblingsfilm ist, also wenn man Mittelalter denkt, einmal 1,5 Ritter. Mit sehr guten Schauspielern auch. Also in jetziger Zeit sieht er ziemlich langweilig aus, aber ich finde ihn richtig geil. Ich komme jetzt bloß gerade nicht auf den Namen. Wie heißt der denn? Der Schauspieler, der auch... Der, den Joker gespielt hat bei Batman. Der spielt da die Hauptrolle. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Irgendwas mit W. Liegt es irgendwie auf der Zunge? Ich weiß es jetzt nicht. Scheiße. Ah, total Brain kaputt irgendwie. Oh, ich guck mal. Hier oben noch das Bäumchen wegmachen. Ich pflanze ich wieder nach, die Bäume. Muss bloß erstmal die Fläche ein bisschen auskundschaften. Deswegen muss ich erstmal großräumig alles freiräumen. Danach kann ich außenrum ja wieder die Bäumlein setzen. Terraforming Tour hier. Aber ich denke mal, dass diese Welt zumindest im Endeffekt schöner aussieht als die alte. Warum schwebt hier ein Baum?
Muss ich mal cutten hier, sonst. Das ist immer doof, wenn ein Baum an einem anderen Baum wächst. Ich bin zu klein. Dann bleiben die irgendwie in der Luft immer so hängen. Das nervt mich ein bisschen. Ah, hier geht's schon langsam weg. Gut, machen wir hier noch was weg, geht da noch was weg. Die Blümchen, die schenken mir Neuse, der freut sich immer auf Blümchen. Also, der sammelt die immer. Da könnten wir auch mal Farbe draus machen. Später für die Sheeplines. Die scharfen Schafe. Das ist ja voll, man. Das Dumme ist natürlich, dass wir so eine Art, so eine Begrenzung haben von Tieren auf der Konsole. Ich weiß nicht warum. Ich meine, das Spiel läuft mit 60 Frames pro Sekunde. Sollen sie es auf 30 runter machen und dafür mehr Tiere? Weil ich weiß nicht, es gibt immer so Leute, die sind so 60 FPS, 60 FPS, immer 60 Bilder Sekunde. Ich weiß es nicht, was mir das bei manchen Spielen bringt. Ich meine, beim Shooter, ja, toll. Man sieht zwar einen Unterschied, aber was bringt es einem? Also mir irgendwie nicht. Ich komme auch mit, wie damals, guten 25 Bilder pro Sekunde, komme ich auch klar. Ne? PlayStation 1 Zeiten. Das ist mir nämlich alles ganz tolle Schnuppe. Wie viele Bilder die Sekunde hat, Hauptsache sieht irgendwie ein bisschen flüssig aus. Gerade bei Minecraft, Alter. Da brauche ich keine 60. Ich meine, in der Aufnahme sieht es zwar recht lustig aus, wenn ihr meine Videos mit Chrome anguckt. Da kommt das zwar recht gut rüber, aber... Na, brauchen tue ich es nicht. So, ich habe jetzt erstmal so die Fläche gemacht. Ich werde später dran arbeiten. Kann man ja noch... Wie schnell der Dreck einfach nur alle geht. So. Ich denke mal, so wie es aussieht, schaffe ich das nächste Folge. Sogar anzufangen. Oder? Komm, machen wir die Seiten nochmal zu. Ich muss mir wieder ein anderes Skin aussuchen für meinen Charakter, weil dieses Schweben, das irritiert mich irgendwie voll. Ich komme mir irgendwie vor wie im Flugmodus hier. Lalalala. Oh, da ist auch schnell gerade nachgewachsen. Das ist wie fast im echten Leben, ich weiß nicht. Irgendwie, man mäht den Rasen und 2 Wochen später ist wieder alles dicht. Und dann denkst du, warum habe ich überhaupt gemäht? Man könnte ja eigentlich einen Naturrasenmäher hinstellen. Machst du 5 Hasen unter einen Korb, stellst du hin und dann verrückst du den Korb bloß einmal am Tag oder so. Die fressen dir das alles weg. Der Naturrasenmäher. Neu im Baumarkt. So, schauen wir mal hier. Ja, nachher muss ich da sowieso wieder was wegmachen, weil ich im Boden das Fundament setzen muss. Und Alter, ihr blöden Bäume. Geht doch mal schneller weg. Apfel. Blümchen, Apfel. Ich frag mich, wie lange der Plunder immer schwebt hier, ey. So, gucken wir mal weiter. Wie bist denn du blödes Vieh da reingekommen? Ach, Gottes Willen. Da sitzt jetzt wieder Ewigkeiten da drin, ne? Übrigens, ich wollte euch eine Info geben. Alle Lebewesen, die ihr zu euch spielen sollt, in Zäunen einsperrt und die mehr als 20 Blöcke weit laufen können, verschwinden nach einer Weile. Also immer, wenn ihr ein Gehege baut, am besten 19 mal 19. Da können die Viecher nämlich nicht verschwinden. Alles, was über 20 ist, da können die Tiere auch wegspawnen. Und alle, die auf meinem Server ein Hotte Hü haben, ein Pferd. Manche Spieler sind so dreist, die gehen hier an die Wand, steigen aufs Pferd und hüpfen drüber. Das kann man ganz leicht ändern, indem ihr 2 freilasst und hier oben noch 1 draufsetzt. Da können sie zwar drauf, können aber nicht mal rüberspringen. Und kommen auch nicht mal raus. Da könnt ihr sie einfach drinnen lassen. Wer meint unbedingt, euer Pferd zu klauen oder klauen zu wollen? Ich meine, ich habe letztens ein paar vom Server runtergeschmissen, die Neusis Pferd geklaut haben. Hat sich einfach einer draufgesetzt, losgeritten, vom Server runtergeschmissen. Hat, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal gemacht. Die Leute kommen auch nicht mal drauf, weil mich das nervt, dass man immer versucht, die Pferde zu klauen. Deswegen haben wir das einfach mal so gemacht. Und ich sehe gerade, wir müssen ein Folgebrüchchen machen. Wir sehen uns nachher wieder. Bis dahin, ciao und macht's gut.